Es ist die Energiewende in der Dr. Friedrichsstraße in Oelsnitz. Hier richten die Stadtwerke jetzt 6 solcher Ladestationen an Straßenlaternen ein. Ein Pilotprojekt, das in der Region seinesgleichen sucht. Hier im Vogtland ist es schon ein Stück einzigartig. Also mir ist es jetzt eigentlich noch nicht so bewusst, wo es also vergleichbare Ladepunkte gibt, die also an der Straßenlaterne befestigt sind. Und ja, sind wir eigentlich ein bisschen stolz drauf, dass wir hier so mit die Ersten sind. Die hochmodernen Ladestationen wurden zum Teil vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert. Eine clevere Idee. Statt extra Ladestationen zu bauen, werden sie hier in Oelsnitz an die Laternen montiert. Die Straßenbeleuchtung ist ganz einfach prädestiniert. Sie bietet sich an. Die Masten stehen schon mal da. Ein Stück weit ist halt die Infrastruktur im Mast drin. Wenn es die Möglichkeit gibt, bei einer Sanierung den zweiten Stromkreis mit reinzulegen, ist das einfach die optimale Lösung. Die Zulassungszahlen für Elektroautos steigen deutschlandweit stetig. So wurden im vergangenen Jahr bereits über 500.000 E-Autos zugelassen. Dafür ist man jetzt hier gerüstet. Das Problem ist halt sicherlich für viele Menschen, die jetzt in so einem Mehrfamilienhäusern wohnen, wie wir es jetzt hier sieht, die haben natürlich jetzt nicht die Möglichkeit, irgendwo, was weiß ich, an der Hauswand oder im Keller eine Wallbox sich anzubringen. Also die sind natürlich ganz einfach auf diese zentralen Ladepunkte angewiesen. Anne-Kathrin Hofmann arbeitet auch für die Stadtwerke, fährt ein Elektroauto, das sie hier gleich testweise lädt. Das System akzeptiert Ladekarten von über 1000 Anbietern. Handling ist super einfach eigentlich. Also man fährt das Auto ran, nutzt seine Ladekarte, es sind ganz viele Anbieter hinterlegt und dann kann man das mit einem kleinen Dreh hier freischalten und los geht's. Und das soll erst der Anfang sein. Perspektivisch wollen die Stadtwerke noch mehr der Ladestationen an Straßenlaternen einrichten, um Oelsnitz fit zu machen für die Energiewende.